Live aus Berlin, das Thema bei Anne Will. Wenn das Geld in der Sonne liegt, wer trocknet die Steueroasen aus? Guten Abend, meine Damen und Herren, herzlich willkommen. Ich freue mich, dass Sie am Bildschirm alle bei uns sind. Bis heute Abend, 20 Uhr, durften Sie nicht darüber sprechen, die gut 400 Journalisten weltweit, die seit Monaten die sogenannten Panama Papers ausgewertet haben. Aber seit der Tagesschau um 8 ist die Geschichte jetzt öffentlich. Ein enormes Datenleck hat Geschäfte von rund 215.000 Briefkastenfirmen offengelegt. Zu den Kunden gehören der isländische Ministerpräsident Gunnlaugsson, der ukrainische Präsident Poroschenko und der Fußballer Lionel Messi. Vertraute des russischen Präsidenten Putin sollen 2 Milliarden Dollar durch Briefkastenfirmen geschleust haben. Rechercheergebnisse betreffen nahezu jedes Land der Erde und werden von heute Abend an weltweit unter dem Titel Panama Papers veröffentlicht. Wie viel Sprengkraft hat all das? Darüber wollen wir heute Abend diskutieren. Und dazu sind bei uns der Leiter der Recherchekooperation von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung, die Panama Papers auswertet, Georg Mascolo. Rudolf Elmer ist bei uns, der als Banker in der Steueroase Cayman Islands gearbeitet und später bankinterne Kundendaten an WikiLeaks gespielt hat. Außerdem ist zu Gast die Rechtsanwältin für Wirtschafts- und Steuerstrafrecht Simone Kämpfer, der parlamentarische Staatssekretär im Bundesfinanzministerium Michael Meister und der linken Politiker Gregor Gysi. Ihnen allen herzlich willkommen. Schön, dass Sie bei uns sind. Herr Mascolo, mit den Panama Papers sind gemeint eine Anwaltskanzlei, die beinahe die gesamte Buchhaltung dieser Kanzlei, das sind rund 215.000 Briefkastenfirmen, die über die Kanzlei veröffentlicht worden sind, 11,5 Millionen Dokumente, glaube ich, über die sich die schon genannten 400 Journalisten weltweit hergemacht haben. Wie viel Sprengkraft hat all das, wenn wir hören, es sind mindestens mal 12 ehemalige Staats- und Regierungschefs davon mit betroffen, plus 128 weitere Politiker, also 140, Lionel Messi haben wir gehört und andere. Wie viel Sprengkraft hat das? Ja, ich glaube, ganz erhebliche, weil wir einen solchen Einblick in das, was man verniedlicht Steueroase nennt, bisher noch nicht gehabt hat. Diese Firma Mossack Fonseca in Panama ist einer der ganz großen Anbieter und wir verfügen über die Unterlagen dieser Kanzlei von 1977 praktisch bis in die jüngste Zeit. Bis in die allerjüngste Zeit. Okay. Haben einiges angesprochen, was bereits veröffentlicht worden ist. Aber sie finden praktisch auch keinen Skandal, über den wir uns im Moment beugen würden, wo nicht ebenfalls Spuren zu finden werden. Also neulich hat es die Anklagen gegeben in den USA gegen korrupte FIFA-Funktionäre. Und man stellt fest, dass gleich drei der dort Angeklagten wiederum Briefkastenfirmen bei dieser Firma Mossack Fonseca haben. Übrigens gegründet von jemandem, der im Ethikkomitee der FIFA sitzt und da eigentlich für die Sauberkeit sorgen soll. Sie finden die Geschäfte von einem Cousin von Bashar al-Assad, also Diktatoren, Sanktionsbrecher, finden sich sehr häufig in diesen Unterlagen. Wir finden den Namen einer Firma, die wiederum bei Mossack Fonseca ihre Briefkastenfirmen hatte, die im Verdacht steht, Treibstoff für die syrische Luftwaffe geliefert zu haben. Die Luftwaffe, die Fassbomben auf die eigene Bevölkerung abwirft. Also man sieht, diese Briefkastenfirmen sind auch für schwer und schwerstkriminelle Geschäfte gut. Das, was da in den nächsten Tagen zu lesen und zu hören sein wird, in der Süddeutschen Zeitung, in der ARD und auch anderswo, halte ich für sehr bemerkenswert, weil wir einen solchen Einblick in das Geschäft dieser Steueroasen bisher in diesem Umfang nicht gehabt haben. Und worüber sprechen wir jetzt? Sprechen wir über Steuerhinterzieher? Sprechen wir über Geldwäscher? Oder sind das Menschen, die, sagen wir, ihre Steuer optimieren wollten? Mossack Fonseca ist keine Kanzlei, die im Wesentlichen großen internationalen Konzernen bei der Steuervermeidung geholfen hat. Auch das kennen wir ja aus anderen Geschichten schon. Man rechnet sich als Reicher seine Steuer so schön oder als Konzern, dass man am Ende praktisch überhaupt keine mehr bezahlt. Wenn man in diesen Bestand guckt, würde ich sagen, relativ wenig internationale Konzerne. Wir sehen Steuerhinterziehung, wir sehen richtig viel Schwerstkriminalität in diesem Bestand auch. Diktatorengelder, Drogengelder, all diese Dinge. Aber nicht Steuervermeidung?
Steuervermeidung wird in all dem auch drin sein. Das ist für uns naturgemäß genauso wie Steuerhinterziehung oft schwer nachzuweisen. Weil was ist eine Briefkastenfirma? Sie wenden sich an Mossack Fonseca und sie sagen, ich hätte gern eine solche Hülle, eine solche Briefkastenfirma. Manchmal ist es so, dass dann Mossack Fonseca auch gar nicht gewusst hat, was für Geschäfte da eigentlich gemacht werden, wofür das genutzt wird. Ich glaube, es wäre Ihnen auch relativ egal gewesen. Mhm. Sie haben aber auch ein anderes Modell, dafür zahlen Sie dann einen gewissen Aufpreis. Da übernimmt die Kanzlei eine Reihe dieser Aufgaben. Da setzt sie Scheindirektoren ein und tut so, als würden Geschäfte richtig über die Kanzlei selbst auch abgewickelt. Wir sehen nur das, was die Kanzlei selbst gesehen hat. Und ob jemand seine Steuer optimiert hat oder ob er seine Steuer hinterzogen hat, könnten wir in allen Fällen ja nur feststellen, wenn wir wiederum Zugang zu den Besteuerungsunterlagen haben. Das haben wir als Journalisten nicht. Herr Meister, das, was Sie da jetzt erfahren haben und langsam ein bisschen und immer mehr erfahren von dem, was Herr Mascolo sagt und was von dem, was jetzt so nach und nach veröffentlicht wird, übrigens dann auch in den nächsten Tagen noch. Beeindruckt Sie das? Oder sagen Sie, na ja, gut, es sind zwar 140 Politiker, von denen ich da erfahre, aber es muss ja nicht grundsätzlich problematisch sein, eine Briefkastenfirma zu eröffnen. Ja, die Briefkastenfirma an sich ist noch nicht problematisch, aber es gibt ja ein Motiv, eine Briefkastenfirma zu nutzen für irgendetwas. Und an der Stelle müssen wir uns schon die Frage stellen, warum legt denn jemand eine Briefkastenfirma an oder benutzt sie für seine geschäftlichen Aktivitäten? Deshalb sage ich zunächst mal, wir müssen ein großes Interesse an Transparenz haben. Transparenz durch politischen Druck auf diese Länder, selbst durch Gesetzgebung, durch Aufsicht, mehr Transparenz zu schaffen und damit Steueroasen zu vermeiden. Aber auch Transparenz durch Veröffentlichung dessen, was passiert. Weil ich glaube, es wird jetzt eine öffentliche Debatte in Gang kommen, die die Motivation der Betroffenen hinterfragt und dadurch hoffentlich auch dazu führt, dass auch Panama in diesem konkreten Fall ein Stück weit auf seine Reputation achtet und dann hoffentlich mit uns enger zusammenarbeitet bei der Frage Abbau solcher Steueroasen und Aufbau von mehr Transparenz, also ich nenne mal als Beispiel das Thema Informationsaustausch oder auch eine bessere Finanzaufsicht, bessere geldwäscherechtliche Vorschriften. Ich hoffe, dass da ein Druck entsteht und hoffentlich nicht nur bei Panama, sondern auch bei anderen Steueroasen. Herr Giese, halten Sie es für grundsätzlich problematisch, wenn Politiker eine Briefkastenfirma eröffnen? Ja, also das halte ich für sehr problematisch. Ganz egal, aus welchem Land Sie kommen. Wozu? Ich frage noch mal, wozu braucht man eine Briefkastenfirma mit einem Scheindirektor, nur um zu verheimlichen? Und wer sein Geld verheimlicht, der hat dafür Gründe. Und das sind meistens keine ehrenwerten und oft sogar strafrechtlich relevante. Und deshalb finde ich, es gibt zwei Sachen, die mich ärgern. Das eine mal, dass wir uns nie damit beschäftigen, wie Steueroasen entstanden sind. Also ich nehme mal die britischen Jungferninseln, ja, schon dieser schöne Name. Ne? Da gibt es Millionen Briefkastenfirmen. Und die Außenpolitik macht Großbritannien. Die Sicherheitspolitik nach außen und nach innen macht auch Großbritannien. Ansonsten sind sie angeblich unabhängig. Verstehen Sie, da war der Gesetzgeber vor langer, langer Zeit gezwungen, gerechtere Steuergesetze zu machen. Und dann hat man der Oberschicht gesagt, wir bieten euch aber Staaten, wo ihr das zur Vermeidung nutzen könnt. So sind ja auch kleine Staaten in Europa entstanden, Liechtenstein, Luxemburg, ist ja alles bekannt. Und nun gibt es zwei Änderungen und die finde ich spannend. Die erste Änderung ist die Erfindung des Computers. Wenn du nämlich 800 Meter Akten fotografieren sollst, das ist sehr anstrengend und kompliziert. Jetzt machst du das mit einer CD und dadurch kommen die Dinge leichter raus. Und das Zweite ist, die Stimmung hat sich verändert. Wenn wir keine Steuergerechtigkeit haben, wenn wir keine Steuergelder einnehmen, können wir Bildung nicht bezahlen, können wir Kindertagesstätten nicht bezahlen, können wir Kunst und Kultur nicht bezahlen. Das geht einfach nicht. Und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, denen werden die Steuern einfach gleich abgebucht und die anderen tricksen sich weltweit durch. Das muss aufhören. Ist es grundsätzlich, Frau Kämpfer, problematisch, eine Briefkastenfirma zu eröffnen? Nein, ich darf das. Ich darf dann auch mit einer solchen Gesellschaft Geschäfte machen. Wenn dann Steuern anfallen in Deutschland nach den deutschen Steuergesetzen und ich die Steuern nicht bezahle, dann ist das eine Steuerhinterziehung. Wenn ich sie aber bezahle, dann ist das vollkommen in Ordnung. Aber wozu brauchen Sie eine Briefkastenfirma? Es gibt viele Gründe. Vielleicht, also nicht alle, Sie haben recht, manche sind nicht ehrenwert und manche sind strafbar. Aber manche sind weder das eine noch das andere. Es gibt Menschen, die möchten ihr Vermögen vor anderen
verstecken, mag nicht ehrenwert sein. Strafbar ist es aber nicht. Es gibt Menschen, die wollen Risikoverteilung betreiben. Die wollen dort Geld haben, dort Geld haben und dort Geld haben. Dazu brauche ich keine Briefkastenfirma. Aber verstecken, das stimmt. Ich kann es aber so machen. Ich kann es aber über eine Briefkastenfirma machen. Ich gebe Ihnen in einem Punkt recht. Mich ärgert das immer, wenn im Bundestag auch die Regierungsparteien davon sprechen, dass es unerhört ist, dass man Steuerlücken ausnutzt. Der Gesetzgeber ist zuständig für Steuerlücken. Also müssen wir sie schließen. Das ist ja unsere Aufgabe als Bundestag. Und da würde ich zum Beispiel Briefkastenfirmen das Hinterlegen von Geld in Briefkastenfirmen einfach mal unterbinden. Wollen wir doch mal sehen, was es macht nämlich einen großen Unterschied, ob es eine Steuerhinterziehung ist, die man verfolgen kann, oder ob ich lauter Tricks gehe, um gar nicht erst steuerpflichtig zu werden. Aber Herr Giese, Sie sind doch viel besser informiert, als Sie hier tun. Ja. Sie wissen, dass wir gerade mit über 90 Staaten verabredet haben, den Informationsaustausch, wo wir dann die Informationen über Konten von deutschen Steuerpflichtigen aus dem Ausland regulär bekommen, den Zugriff haben und wissen genau, über welche Konten verfügen die. Das heißt, wir tun doch genau das, was Sie eben sagen. Aber wir sind zum Zweiten unterwegs, wenn Sie das Thema Gewinnverlagerung nehmen oder das Thema Steuergestaltung, aggressive Steuergestaltung unternehmen, haben wir als Bundesrepublik Deutschland im Rahmen OECD G20 einen Aktionsplan angeschoben, der jetzt vereinbart worden ist, der genau gegen diese Dinge vorgeht. Das heißt, gerade die Bundesrepublik Deutschland ist ein Land, was sich massiv dafür einsetzt, dass diese Praktiken international beendet werden. Ja, Herr Meister. Herr Meister, aber ich bin in letzter Zeit. Verstehen Sie? Ich höre gleich auf, ich will was eins sagen, weil mir das so wichtig ist. Wir brauchen noch eine gesetzliche Regelung, abgesehen von den Briefkastenfirmen. Nee, ich will bleiben bei den Briefkastenfirmen. Gut. Zunächst mal, dass wir das überhaupt verstehen. Weil wir hören heute Abend zum ersten Mal von diesem Fall. Georg Maskelow hat uns schon gesagt, in den nächsten Tagen werden wir noch sehr viel mehr erfahren. Aber was wir jetzt schon wissen, Herr Elmer, das möchte ich Sie noch vorstellen, kennt Sie auch nicht jeder, aber Sie haben lange gearbeitet für das Schweizer Bankhaus Julius Baer, haben da von fast zwei Jahrzehnte waren Sie dort, von 1994 bis 2003 auch auf den Cayman Islands. Das klingt so ähnlich wie Panama und man vermutet glatt, und Sie werden bestätigen, ob das so ist, dass man auch da dann Briefkastenfirmen eröffnen kann. Konnte man das über Ihr Haus dann auch? Ja, auf jeden Fall. Also das war auch üblich, weil bei den Briefkastenfirmen geht es ja nicht eigentlich um den Steueraspekt. Es geht ja darum, und da möchte ich auf die Steueroasen ansprechen, da müssen wir von Verdunklungs- und Verschleierungsoasen sprechen. Richtig. Und da geht es darum, den Eigentümer zu verschleiern, also der wirtschaftlich Berechtigte, den Begünstigten zu verschleiern, also den Herrn Messi zu decken zum Beispiel. Wie Herr Messi? Und auch noch die Transaktion zu verschleiern. Das können Sie, indem dass Sie zum Beispiel die Briefkastenfirma ein Konto in der Schweiz hat und innerhalb der Schweiz Sie den Zahlungsverkehr abwickeln. Wir haben ja dort ein SWIFT-System eröffnet, 2011 oder 12, und da können die Zahlungen innerhalb von der Schweiz funktionieren, die unter dem schweizerischen Bankgeheimnis geschützt sind. Also grundsätzlich, die Steueroasen als solches, ist eigentlich, die Steuern sind nur ein Teil davon. Es ist eben, sind Verdunklungs- und Verschleierungsoasen, das ist der erste Punkt. Dann kommt hinzu, dass diese Oasen natürlich gewisse Erleichterungen haben im regulatorischen Bereich. Mhm. Die Gesetzgebung nicht so ist wie, sagen wir, das Bankengesetz in Deutschland. Sie haben eine Bank in den Cayman Islands. Die Bankengesetze dort sind sehr locker. Mhm. Sie können Einfluss nehmen auf die Politik. Also der McKeever Bush, schöner Name, der war Premierminister der Cayman Islands. Er war bekannt dafür, politisch gesehen, für seine erste Frage, what's in for me? Mhm. Als Politiker. Was ist da für mich drin? Genau, genau. Also man darf das nicht so eng sehen als Steueroasen. Und wenn es dann um die Verdunklung und Verschleierung geht, das ist ja eigentlich die Problematik, was ich ansprechen möchte. Oder? Um das in, zum Beispiel in Jersey, UK, wenn Sie übermäßig verdunkeln und verschleiern, dann ist das eine strafbare Handlung. Da gehen Sie ins Gefängnis dafür. Da gibt es schon Fälle. Oder? Also das heißt, verdunkeln und verschleiern, indem dass Sie eine Geheimsprache haben, dass Sie sagen, Holdmail, also zurückbehaltene Post, oder man trifft sich irgendwo in Athen, um das Ganze zu besprechen und so weiter. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten, miteinander auszutauschen. Und das ist die Problematik im Kern, die Verdunklung und Verschleierung. Okay, Sie schauen, Herr Elmer, zwei Perspektiven auf all das, was wir jetzt heute Abend so nach und nach zu verstehen beginnen. Denn Sie haben vor knapp 10 Jahren bankeninterne Kundendaten an die Enthüllungsplattform WikiLeaks gegeben. Das heißt, Sie sind einer der ersten, vielleicht der erste große Whistleblower, sagt man.
Wenn Sie jetzt heute auf die Veröffentlichungen schauen und erfahren dabei, dass zum Beispiel 140 Politiker dort mitgemacht haben, halten Sie das dann für eine große Enthüllung oder beeindruckt Sie das eher wenig? Ich muss so sagen, ich habe natürlich für Julius Baer gearbeitet, ich habe für Standard Bank of Africa gearbeitet und ich habe für die Noble Investments in Hongkong gearbeitet und habe ein bisschen globalen Zusammenhang gesehen und habe es auch gemacht und habe in 8 Steueroasen gearbeitet im Prinzip. Mich überrascht das gar nicht. Das ist für mich normal, diese Nummer von den Politikern und öffentlichen Leuten, die eben diese Verdunklungs- und Verschleieroasen benutzen. Und das Gute an dieser ganzen Geschichte, jetzt, was da wieder publiziert wird, sind nicht unbedingt die Namen, sondern das System als solches. Wir sehen ein System in der Welt, ein globales System, das angewendet wird. Und Tax Justice Network hat zum Beispiel von den 190 Ländern, die wir haben, 80 Länder als Steueroasen qualifiziert, aufgrund ihrer Kriterien. Deutschland ist Nummer 8. Oder? Also von dort her muss man schon sehen, das ist ein gewaltiges globales Problem, das wir da anpacken müssen. Und das kann nicht nur ein Staat, das geht nur gemeinsam. Frau Kämpfer, Sie sagen aber, man muss eigentlich nichts tun, solange das legal ist noch. Ich bin grundsätzlich der Auffassung, dass was legal ist, auch in steuerlicher Hinsicht auch gemacht werden darf. Wenn Dinge als illegitim empfunden werden, dann gebe ich Herrn Gysi recht, dann müssen die Gesetze verändert werden. Und was mich ein bisschen stört, ist, dass die Begriffe so durcheinander geworfen werden. Legalität, Moral, Illegitimität. Leute werden bei uns nicht dafür bestraft, dass sie verschleiern. Und sie werden auch nicht dafür bestraft, Gott sei Dank, und sie werden nicht dafür bestraft, übermäßig verschleiern, muss ich sagen, aber wirklich. Entschuldigung. Verschleiern sprechen. Ja, können wir darüber sprechen. Ja, aber. Und Sie werden nicht dafür bestraft, dass Sie amoralisch handeln, sondern Sie werden dafür bestraft, dass Sie unsere Gesetze brechen. Und das war das, wovon ich eben sprach. Und bei der Anwendung dieser Gesetze aber, da sind wir in einem Rechtsstaat. Und da darf die Frage der Moral keine Rolle spielen. Sonst wenden wir die Gesetze willkürlich an. Und diese Vermischung, die finde ich, die stört mich ein wenig. Sie arbeiten ja auch in einer Düsseldorfer Kanzlei, die sich beschäftigt damit mit Wirtschafts- und Steuerstrafrecht. Haben Sie Mandanten, die bei Ihnen auflaufen und sagen, kann ich nicht irgendwie mein Geld vor der Steuer verstecken? Wäre das auch verschleiern und wäre unproblematisch? Oder würde ich dann sagen, Moment mal gerade, also wenn man eine saubere Steuererklärung macht, dann kann man ja nichts verschleiern. Das ist auch überhaupt nicht unsere Rolle. Also ich bin nicht in der Funktion, Mandanten zu raten, wie sie Straftaten begehen, sondern ich begleite sie, wenn sie im Fokus der Justiz stehen und stehe ihnen dann zur Seite. Das kommt nicht vor. Sie empfehlen auch nichts? Selbstverständlich nicht, nein. Aber es könnte ja sein, dass sich eine Gesetzesänderung anbahnt und Sie darauf vorbereiten, Ihre Mandanten beispielsweise. Ich berate im Rahmen des Rechts. Punkt. Hat heute Abend jemand angerufen und gesagt, könnte das sein, dass ich da drin hänge? Noch nicht. Es gibt ja eine lange Diskussion über die Frage Steueroasen. Einer der Mitbegründer dieser Kanzlei, über die wir jetzt berichten, Mossack Fonseca, der sagt, man muss sich unser Geschäft im Grunde so vorstellen wie das der Autoindustrie. Wir stellen irgendwie ein Auto her und in dem Moment, wo wir es hergestellt haben, tragen wir dafür nicht mehr die Verantwortung, wenn mit dem Auto irgendwas passiert. Ja. Ich halte es da ehrlich gesagt eher mit Steuerfahndern, die sagen, eine Briefkastenfirma ist für Verbrecher in aller Regel das, was der Fluchtwagen für einen Bankräuber ist. Es ist der Versuch, davonzukommen. Die allermeisten Menschen legen sich keine Briefkastenfirmen zu. Die allermeisten Menschen legen keinen Wert auf eine völlige Verschleierung und Anonymität ihrer Vermögenswerte. Das heißt, es gibt sehr häufig einen Grund dafür, wenn ich mich zu dieser Form von Anonymität entscheide. Und die geht oft, ungewöhnlich oft, einfach mit schlechten Motiven einher. Ich glaube, dass man das jetzt wieder sieht. Das ist das System an sich, mag legal sein. Theoretisch sind natürlich auch Schweizer Nummernkonten immer legal gewesen, wenn jeder hingegangen wäre und hätte sein Geld hinterher zu Hause versteuert. Die Erfahrung lehrt aber, dass die wenigsten solche Haken schlagen, um dann am Ende ganz steuerehrlich dabei wieder rauszukommen. Das, was wir doch jetzt bei dieser Leak-Geschichte und bei anderen Leak-Geschichten auch sehen, ist, es zieht Kriminalität an. Es zieht Diktatorengelder an. Ich glaube, dass jeder, der sich entscheidet, in eine solche Steueroase zu gehen, sich auch einmal zu fragen, in welche Gesellschaft er sich da eigentlich begibt und ob er nicht vielleicht bei seiner örtlichen Sparkasse vielleicht nicht so raffiniert beraten wird bei der Frage, wie er noch die letzten Steuergroschen sparen kann. Aber er ist einfach in sehr viel besserer Gesellschaft. Das ist, Steueroasen tragen etwas zutiefst Unmoralisches in sich. Das zeigen diese Geschäfte.
Und ich glaube, dass man sie als Ort, wo man sein Geld anlegt oder verbirgt, tunlichst vermeiden sollte. Hochinteressant ist ja auch, wie diejenigen reagieren, die jetzt mit den Veröffentlichungen konfrontiert worden sind, die Briefkastenfirmen in Steueroasen haben und die sie eben über jene Anwaltskanzlei auch eingefädelt werden. Interessant ist, wie sie darauf reagieren, wenn sie angesprochen werden. Zum Beispiel, haben wir eben schon mal kurz erwähnt, der isländische Premierminister Gunnar Lauksson, der auch eine Briefkastenfirma gegründet hat über diese Anwaltskanzlei und die heißt Vintris. Die kommt gleich vor. Vor gut drei Wochen in Reykjavik. Interviewtermin beim Ministerpräsident Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Die Panama Papers legen nahe, dass er eine Briefkastenfirma auf den British Virgin Islands eingerichtet hatte. What do you personally think about people and companies that are using, well, tax havens for hiding assets, for example? Well, in Iceland, like in most Nordic societies, or all Nordic societies, I suppose, we attach a lot of importance to everybody paying his share. Mr. Prime Minister, what can you tell me about a company called Vintris? Well, it's a company, if I recall correctly, which is associated with one of the companies that I was on a board of. And had an account, which, as I mentioned, has been with the tax on the tax account since it was established. So now I'm starting to feel a bit strange about these questions because it's like you are accusing me of something. In diesem Moment kommt Johannes Christiansson dazu, der in Island die Panama Papers ausgewertet hat. It must be okay for me as a journalist to ask the Prime Minister about personal... But you are indicating that I have not paid taxes on it. Anschließend bricht das Interview ab. Herr Maskolo, soweit Sie das wissen, ist das eine typische Reaktion derer, die mit den Vorwürfen konfrontiert worden sind? Also es ist zumal, würde ich sagen, eine ungewöhnliche, weil wir sie im Film sehen können. Viele, die wir gefragt haben, haben uns überhaupt nicht geantwortet oder ausweichend geantwortet. Dieser Fall hier ist insofern ganz besonders bemerkenswert, weil als dieses Leak bei der Süddeutschen Zeitung einging und die ersten Diskussionen stattgefunden haben, ist man sehr schnell auf diesen Namen gestoßen und hat gesagt, kann man sich das eigentlich überhaupt vorstellen? Kann man sich, also wir sind ja jetzt hier nicht, wir sind nicht in Kenia, wir sind nicht in der Ukraine, wir sind nicht in Pakistan, wir sind in Island. Island ist beinahe ruiniert worden durch eine sehr schwere Finanzkrise. Ja. Und dieser sehr junge Premierminister hat dieser Finanzkrise in Wahrheit sein Amt zu verdanken. Also hat man sich vorstellen können, dass so jemand eine Briefkastenfirma hat, hat man sich eigentlich nicht vorstellen können. Wenn man sich die Geschichte in der Nussschale nun anschaut, dann sagt er, dann haben die diese Firma, in dieser Firma liegen Bankanteile dieser drei isländischen Banken, die in der Finanzkrise sehr in Not geraten sind. Bevor er in die Politik gegangen ist, hat er diese Kaupthing und andere, hat er diese millionenschwere Firma an seine Frau verkauft, und zwar für einen Dollar, und sagt, seitdem habe ich in der Angelegenheit ja keine Schwierigkeiten mehr. Ich hätte das dem Parlament auch nicht sagen müssen. Nun muss man wissen, dass in Island eine lange Debatte stattgefunden hat über die Frage, wie eigentlich die Menschen, die ihr Geld in dieser Bank angelegt hatten, wie die zu entschädigen wären. Wie viel soll jemand, der für das Fehlverhalten der Bank nichts kann und Bürger des Staates Island ist, insgesamt nur so viel Einwohner wie Bielefeld, wie viel soll der eigentlich zurückbekommen? Und dieser Premierminister sagt seinen eigenen Leuten nicht, dass er in diesen Verhandlungen praktisch an beiden Teilen, Seiten des Verhandlungstisches sitzt. Auf der einen Seite als derjenige, der darüber mitentscheiden muss, ganz wesentlich, wie viel Entschädigungen die Bürger von Island bekommen sollen, die dort Kunden gewesen sind. Und auf der anderen Seite als jemand, dessen eigenes Geld oder, wenn wir ihm jetzt glauben wollen, jedenfalls das Geld seiner Frau, wie viel seine eigene Entschädigung wäre. Wenn ich das jetzt einmal auf deutsche Verhältnisse übertrage, wir haben hier ja auch eine Diskussion über Bankenrettung gehabt, über Staatsgeld für die Commerzbank beispielsweise. Stellen wir uns vor, ein hochrangiges Mitglied der Bundesregierung hätte gesagt, naja, ich nicht selbst, aber mein Ehepartner hat auch Millionen bei der Commerzbank. Aber ich sage dem deutschen Parlament und der deutschen Öffentlichkeit nicht,
dass ich hier auch für mich selbst oder für meine eigene Familie verhandle. Also ich finde das einen ziemlich atemberaubenden Fall. Am Montag kommt das isländische Parlament, habe ich gelernt, aus der Osterpause zurück. Es gibt bereits eine Petition, die sagt, dieser Premierminister muss gehen. Es gibt Überlegungen der Opposition eines konstruktiven Misstrauensvotums. Ich bin sehr gespannt, wie dieser Fall in der Woche nun weitergehen wird. Gibt es denn sowas wie ein Unrechtsbewusstsein? Also ich bin bei dem Interview nicht dabei gewesen. Man aber sieht, dass er sich ertappt fühlt. Habe es jedenfalls nicht. Das Interview war ihm erkennbar unangenehm. Ich wäre auch nur beunruhigt gewesen, wenn es ihm gefallen hätte. Es wird interessant zu sehen, wie diese Geschichte in Reykjavik ab Montag weitergeht. Also ich denke, dass er aufhören wird. Das sieht man schon an der Art der Reaktion. Aber wir müssen uns darüber im Klaren sein. Sie haben auf Aktivitäten hingewiesen, das stimmt. In letzter Zeit gibt es Aktivitäten, ich sage es noch einmal, weil sich der Zeitgeist auch verändert hat. Früher, wenn du reich warst und du hast keine Steuern hinterzogen, galtest du ja als doof. Das ist vorbei. Inzwischen ist es so, dass man weiß, dass das eine schwere Pflichtverletzung ist. Und im Unterschied zu ihm bin ich der Auffassung, ja, wir sollten das Geldanlegen in Briefkastenfirmen verbieten. Das wäre ein wichtiger Schritt. Wir sollten als zweites vollständig, wir haben es teilweise, ich weiß, aber eben nicht vollständig wie die USA, die Steuerpflicht an die Staatsbürgerschaft binden. Wissen Sie, ich bin das leid. Die Leute mit vielen Bundesverdienstkreuzen suchen sich immer dort den Wohnsitz, wo sie hier keine Steuern bezahlen. Und wenn wir das an die Staatsbürgerschaft binden, dann rechnen wir ihnen natürlich an, was sie in einem anderen Land bezahlen. Aber die Differenz, die sie hier noch zu bezahlen hätten, müssen sie trotzdem bezahlen. Und es wird höchste Zeit, dass wir diesbezüglich, schlage ich ja selten vor, US-Recht einführen. Wäre das ein Weg, Herr Meister, oder keiner? Es geht am Problem vorbei, Herr Gysi. Es hängt damit an der Frage, die USA sind ja allein auf der Welt mit diesem Modell Staatsbürgerschaft. Alle anderen Länder machen es nach der Ansässigkeit. Also insofern wählen Sie hier eine Ausnahme als Regel. Das Problem ist doch, dass jeder Staat seine eigenen Geldwäscheregeln hat, seine eigenen Steuergesetze hat und dass diese Gesetzeslagen in den einzelnen Staaten nicht zusammenpassen und dass die Menschen, die irgendwelche Absichten hatten, haben Terrorismus, Geldwäsche, Steuerhinterziehung, die unterschiedliche Gesetzeslage der verschiedenen Staaten ausnutzen, um ihre Dinge zu begehen. Und deshalb kann doch die Lösung nicht darin bestehen, dass wir national allein irgendetwas tun. Dann greifen wir immer zu kurz. Sondern unser Ziel muss sein, mit anderen Ländern Verständigung herbeizuführen und Transparenz zu schaffen. Das Erste, deshalb habe ich gesagt, ich finde es toll, dass Transparenz geschaffen wird über diese Berichterstattung. Weil das führt ja jetzt zur Diskussion über den isländischen Ministerpräsidenten. Unser Kontenaustauschsystem führt zu Transparenz, dass die deutschen Behörden wissen, welcher deutsche Steuerpflichtige hat denn in anderen Ländern Kontenverbindungen und können das abgleichen mit seiner Steuererklärung. Und wenn es dort eben Dinge gibt, die nicht übereinstimmen, dann kann man sehr konkret nachforschen, ist dort Steuer hinterzogen worden. Wir haben bei der Frage Gewinnverlagerung jetzt eine Verständigung mit OECD G20 erreicht, wo wir dafür sorgen, dass wir auch dort Informationen austauschen, dass wir dort Besteuerungslücken versuchen zu schließen. Und ich glaube, das ist der Weg, den wir gehen müssen, um wirklich effektiv gegen diese Methoden vorzugehen und nicht einfach populistisch zu sagen, wir wechseln vom Ansässigkeitsprinzip zum Staatsbürgertum. Damit haben wir nichts verändert, damit haben wir eine Rechtsänderung gemacht, aber das Problem nicht gelöst. Aber natürlich, was wir jetzt seit Jahren erleben, ich kann mich daran erinnern, dass ein junger amerikanischer Senator, als er das erste Mal Präsident werden wollte, durch Amerika zog mit einer Geschichte über ein Haus auf den Cayman Islands. Ihnen wird das gut bekannt sein, wo er gesagt hat, da gibt es 12.000 Briefkastenfirmen und da gibt es nur eine Erklärung dafür. Entweder ist es das größte Haus der Welt oder es ist der größte Betrug der Welt. Also es war Präsident Obama. So, persönlich. Jetzt geht die zweite Amtszeit. Warum hat er nicht über Delaware gesprochen, sondern über Delaware können wir auch gerne reden. Jetzt geht er nach fast 8 Jahren aus dem Amt, in diesem Jahr oder sehr bald jetzt. Und aus diesen 12.000 Firmen, die es damals war, sind nach konservativen Schätzungen irgendwas zwischen 18.000 und 20.000 Firmen geworden. Das heißt, hat die Politik es tatsächlich geschafft, dieses Unwesen der Briefkastenfirmen einzudämmen? Ich sage an manchen Stellen ja, in aller Regel aber nein. Das System ist nach wie vor intakt. Es wird übrigens auch noch heute Abend intakt sein, nach Mossack Fonseca. Weil selbst wenn Panama heute einen schweren Schlag erlitten hat, freuen sie sich in Samoa oder an anderen Orten im Pazifik und in der Karibik, wo man all diese Orte hat. Das System wird nicht verschwinden. Und ich glaube, das System verschwindet oder gerät vor allem unter Druck, seit es sehr viel gröberes Vorgehen geht. Einmal dadurch, dass Staaten anfangen, Steuerdaten anzukaufen
und dadurch, dass wir glücklicherweise mehr und mehr Whistleblower in der Finanzindustrie erleben, die ihre eigenen, die diese Geschäfte angucken und sagen, das ist im Grunde nicht zu ertragen, was ich da sehe. Ich trage das nach außen. Das heißt, darauf müssen wir im Grunde hoffen, dass die Menschen verstehen, dass das, was diese Steueroasen ihnen angeblich verkaufen, Diskretion, Verlässlichkeit, absolute Anonymität, das existiert gar nicht mehr. Sie müssen morgen befürchten, dass ihr Name bekannt wird. Herr Ehmann, lässt sich also nur durch Veröffentlichungen was erreichen oder durch den Vorschlag von Herrn Gysi, dass man Briefkastenfirmen glattweg mal verbietet? Also mit den Briefkastenfirmen, das ist der eine Ansatz. Da kann ich Ihnen sagen, die Briefkastenfirmen sind gar nicht notwendig. Dieses Geschäft können Sie auch onshore, können Sie in Deutschland Ihre Aktiengesellschaft aufsetzen. Sie müssen gar nicht auf die Cayman Islands gehen oder sonst wohin. Also das Verbieten ist sicher ein guter Ansatz, aber ich denke, es muss international... Habe ich jetzt nicht verstanden, wenn es so leicht ist, was bringt dann zu verbieten? Nein, es macht keinen Sinn. Es macht keinen Sinn, offshore zu gehen. Sie können ja das auch onshore machen. Oder? Sie müssen ja gar nicht in die... nach Cayman oder Panama oder was immer. Es gibt ja Gründe, dass sie es offshore machen, ne? Ja. Okay, erster Punkt. Briefkastenfirmen verbieten, da sagen Sie, das bringt, ja, das würde ja also dann doch was bringen weltweit, wenn man es überall macht, ne, offshore und inshore, was ja, wir jetzt noch lernen. Müsste es global eigentlich anpacken, auf der globalen Ebene. Und mein UECD hat auch 30% dieser Länder sind, haben Steueroasen. Also man muss es global anpacken, die G7 oder dann die United Nations, die wirklich Steuerregeln durchsetzen und auch gewisse Leute persönlich verantwortlich machen. Ich meine, dass ein Herr Hoeneß ins Gefängnis muss und der Schweizer Banker nicht, der das zugelassen hat, was er gemacht hat, das ist nicht zu ertragen. Oder Steueranwälte. Dann gibt es auch die Möglichkeit von Sanktionen. Also die Amerikaner machen ja eigentlich Sanktionen mit den Schweizern, weil die Sanktionsandrohung war der US-Dollar. Sie brauchen, um US-Dollar-Zahlungen zu machen, eine Korrespondenzbank in den USA. Die hätten gesagt, ihr könnt keine US-Dollar mehr verhandeln, bezahlen. Und damit ist die Sanktion ja eigentlich schon angedroht worden. Aber das könnten wir auch mit dem Euro, ne, zum Beispiel. Die Veröffentlichungen jetzt, da sind Sie natürlich jemand, der sagt, da bin ich dafür, weil Sie es selber auch so gemacht haben. Aber auch Frau Kämpfer, wie problematisch ist es, dass man Dinge veröffentlicht wie jetzt heute Abend? Können wir ja mal drüber diskutieren, wenn in der Tagesschau gesagt wird, es seien enge Vertraute von Wladimir Putin auch mit unter denjenigen, die über die Anwaltskanzlei Briefkastenfirmen gegründet haben. Dann ist damit Herr Putin gemeint, glaube ich. Das soll, glaube ich, hängen bleiben. Aber man hat, wenn ich das richtig weiß, keinen Nachweis gefunden, dass Putin selber eine Briefkastenfirma gegründet hat. Das finde ich grundsätzlich problematisch. Also auch wenn jetzt über deutsche Namen berichtet wird, weiß ich nicht, ob das der Fall ist in den nächsten Tagen, dann ist es deswegen problematisch, weil da eine gewisse Vorverurteilung bei uns stattfindet. Wenn selbst eine Berichterstattung über einen Verdacht, auch wenn jeder von der Unschuldsvermutung mal gehört hat, wird eigentlich in der Bevölkerung so wahrgenommen wie, da ist was dran, wo Rauch ist, ist Feuer. So, und wenn Sie einmal auf Seite 1 mit einem solchen Thema gestanden haben, dann erholen Sie sich davon gegebenenfalls nie wieder. Ich sehe in meinem Beruf täglich, was das mit Menschen macht, Berichterstattung in einem frühen Stadium, bloße Verdachtsberichterstattung. Wissen Sie, und wenn Sie dann Jahre später, wenn sich herausstellt, es wird nie ein Strafverfahren, Sie haben gar nichts Strafbares gemacht oder ein Ermittlungsverfahren wird eingestellt oder Sie werden freigesprochen nach Jahren komplexer Ermittlungen, dann nützt Ihnen das ziemlich wenig. Und das halte ich für ein großes Problem. Zwischen Persönlichkeiten öffentlichen Lebens, wie einem Wladimir Putin und seiner Umgebung, einem Ministerpräsidenten aus Island und einem ganz normalen zivil in Deutschland lebenden Bürger. Ich glaube, das ist schon ein Unterschied, ob jemand wesentliche Funktionen in einem Staat innehat. Dann muss er, glaube ich, auch der Öffentlichkeit, das ist zumindest mein Verständnis, dafür offenlegen, was er für wirtschaftliche Aktivitäten betreibt. Und zwar nicht nur, ob das in Briefkastenfirmen passiert, sondern auch, wenn er ganz normale wirtschaftliche Aktivitäten betreiben würde. Denn es muss doch klar sein, ob es Abhängigkeiten zwischen seinem öffentlichen Amt und seinen wirtschaftlichen Betätigungen gibt. Insofern, glaube ich, muss man hier ein anderes Maß anlegen. Und die Namen, die ich bisher... Ich glaube, man muss ein anderes Maß anlegen, weil derjenige, der in der Öffentlichkeit steht und eine öffentliche Aufgabe wahrnimmt, muss eine andere Darstellung gegenüber der Öffentlichkeit haben, wie der normale Privatmensch. Ja. Das ist ja dann durchaus auch mit einem gewollten Spin gemacht, dass man sagt, das sind Vertraute des ehemaligen Präsidenten Putin, oder? Also Frau Kämpfer hat ja zunächst mal recht, wenn sie sagt, Vorverurteilung gehört sich nicht, absolut. Ja.
Auf der anderen Seite würde ich Sie auch bitten, dass Sie Ihr Urteil über die Berichterstattung dann fällen, wenn Sie sie gelesen haben. An dieser Geschichte ist mehr als ein Jahr gearbeitet worden. Okay. So, und was sagt diese Geschichte? Diese Geschichte sagt nicht, das ist das Geld von Wladimir Putin. Es sagt auch nicht, dass Wladimir Putin in den Unterlagen von Mossack Fonseca auftaucht. Was diese Geschichte erzählt, ist, dass auf eine, wie ich finde, sehr schwer zu erklärende Art und Weise Jugendfreunde von Wladimir Putin, Freunde aus seiner Petersburger Zeit, sein engstes persönliches Umfeld, sich in diesen Briefkastenfirmen wiederfindet. Darunter jemand, der gemeinhin als der engste Freund von Wladimir Putin gilt und der Taufpate seiner ersten Tochter ist, jemand, der von sich selbst sagt, er sei Cellist, und das ist er auch, er ist ein sehr begabter Cellist. Er sagt, ich bin kein Errol Dugin, er sagt, ich bin kein Geschäftsmann, ich habe keine Millionen, aber er hat ausweislich dieser Papiere aber Millionen. Es finden Geschäfte in diesem Netzwerk statt, die im Wesentlichen von einer oder von mehreren Banken befördert werden, unter anderem von einer Bank, von der die Amerikaner sagen, ich stehe seit langer Zeit auf der Sanktionsliste. Wir sagen, da gibt es Verbindungen zu Putin. Die amerikanische Regierung sagt ja inzwischen auch ganz offen, sie hält Putin für korrupt. All das sagen wir nicht. Was wir sagen, es gibt einen wirklich schwer zu erklärenden persönlichen Reichtum von Putins allerengstem Umfeld. Und die Geschäfte, die in diesen Briefkastenfirmen gemacht werden, die sind sehr schwer nachzuvollziehen. Da werden die Rechte eingeräumt, beispielsweise an einem 200-Millionen-Dollar-Kredit. Und die Firma von Herrn Roldugin zahlt einen Dollar dafür, die Rechte an diesem Kredit zu bekommen. Und die Liste ließe sich fortsetzen. Und mein letzter Satz, wir haben ja dem Kreml einen sehr ausführlichen Fragenkatalog vorgelegt. Und gesagt, wir möchten mit Ihnen und mit allen Beteiligten darüber reden. Erklären Sie uns diese Form von Geschäften. Und die Reaktion der russischen Regierung in der vergangenen Woche war eine Erklärung des Kreml-Sprechers, der gesagt hat, es handle sich hier um eine neue Form des Informationskrieges und es seien liederliche Journalisten, die nicht anständig recherchieren würden. Und das Ganze würden sie tun unter Anleitung von ausländischen Geheimdiensten, die ihnen in der Sache die Feder führen. Das macht es einfach sehr schwer, dann die Aufklärung in dieser Sache ein Stück weiter zu treiben. Aber ich glaube, auch da werden wir noch interessante Entwicklungen erleben. Der Kreml wittert also eine Destabilisierungskampagne des Westens. Das hat die FAZ heute Nachmittag auch auf ihrer Seite noch mal veröffentlicht. Zitiert dann noch mal Wladimir Putins Sprecher. Und der warnt vor einem unmittelbar bevorstehenden westlichen Angriff auf Russland, genauer auf den russischen Präsidenten. Wie heikel ist sowas? Naja, hier kommen ja verschiedene Dinge zusammen. Also ich finde zunächst, dass die Journalisten völlig recht haben. Wenn sie das recherchieren, wenn sie das ermitteln, müssen sie es auch veröffentlichen. Und wer sich in die erste Reihe der Öffentlichkeit begibt, muss auch immer damit rechnen, dass öffentlich darüber berichtet wird. Es kann natürlich dann auch mal eine Fehlinformation geben. Das ist dann sehr tragisch. Aber deshalb kann man es nicht generell unterbinden. Das Zweite ist, das, was er so erzählt über das Umfeld und so weiter, das ist schon spannend. Und irgendwann werden wir darauf auch antworten. Erhalten. Und die mischen das jetzt wieder mit anderen Dingen, die nicht zusammengehören, weil ich es ja falsch finde, unser Verhältnis zu Russland. Wir kriegen Sicherheit und Frieden in Europa niemals ohne, geschweige denn gegen Russland. Und das Verhältnis, was wir dort über Sanktionen etc. aufgebaut haben, halte ich für eine Fehlkonstruktion. Da sind wir den Amerikanern gefolgt und haben viel zu wenig an deutsche und europäische Interessen gedacht. Aber das ändert wieder nichts daran, dass man sowas selbstverständlich veröffentlichen muss. Und wenn er oder von meinetwegen auch andere, wenn nicht er selbst oder andere, da wirklich Fehlleistungen vollbracht haben, vielleicht Straftaten begangen haben, dann muss man das auch öffentlich machen. Ganz egal, ob es der russische Präsident ist oder ob es ein deutscher Politiker ist oder ein amerikanischer. Das gefällt mir, wenn ich merke, Journalisten gehen nicht einseitig heran und sagen, wir suchen uns jetzt nur die, die wir nicht leiden können, sondern sie sagen, nein, wir nehmen sie alle und das kommt. Das ist auch richtig. Sind Deutsche dabei? Ja, aber um auch das auch gleich zu sagen, es findet sich nicht die Kategorie, über die wir heute Abend hier gemeinhin reden. Es findet sich kein isländischer Premierminister und das deutsche Äquivalent davon ist ohnehin, wie wir wissen, was diese Dinge angeht, irgendwie, glaube ich, wirklich sehr tugendhaft. Also es finden sich deutsche Namen.
Es finden sich auch eine ganze Reihe von... Auch deutsche Politiker? Nein, keine deutschen Politiker. Es hat in der Vergangenheit einen Fall gegeben. Vor 2 Jahren ist der Bundesschatzmeister der CDU zurückgetreten. Der hat eine Briefkastenlinsen. Der hat eine Briefkastenfirma bei eben dieser Firma Mossack Fonseca gehabt. Das ist später bekannt geworden, weil deutsche Steuerbehörden eine CD angekauft haben. Es findet sich auch kein zweiter solcher Fall. Was sich findet, sind sehr interessante neue Spuren zum Siemens-Skandal beispielsweise, über die wir berichten werden. Eine Fülle von anderen interessanten Namen. Aber um auch das klar zu sagen, bei den deutschen Namen haben wir ganz oft eine Schwierigkeit. Wir sehen, da ist erhebliches Vermögen bewegt worden. Und dann fragen wir, da wo wir feststellen können, wo sind die Heimatanschriften, die Betroffenen, und sagen, was ist da eigentlich vorgefallen? Und wenn die sich entscheiden, nichts zu sagen, dann können wir natürlich nicht feststellen, haben die eigentlich ihre Steuern bezahlt oder haben die ihre Steuern nicht bezahlt. Was wir wissen und was man sagen kann, ist, dass die Firma Mossack Fonseca in großem Umfang Deutschen bei der Steuerhinterziehung geholfen hat. Warum wissen wir das? Weil schon vor über 2 Jahren deutsche Steuerbehörden nicht 215.000 Firmennamen gekauft haben, aber einige hundert, die im Rahmen einer Steuer-CD angeboten worden sind. Das hat dazu geführt, dass die eine Ermittlungsgruppe organisierte Kriminalität Steuern sich der Sache angenommen hat. Es hat zahlreiche Strafverfahren gegeben. Es hat 100 Durchsuchungen gegeben in Deutschland. Und eine Reihe von Banken, über die Rolle der Banken haben wir noch gar nicht gesprochen, deutsche Banken, die Leuten dabei geholfen haben. Man kommt ja üblicherweise nicht so einfach nach Panama. Man ruft ja nicht einfach an und sagt, ich mache jetzt eine Briefkastenfirma in Panama. Sondern dieses Geschäft ist über viele Jahre von Banken vermittelt worden, auch von vielen deutschen Banken. Und einige dieser Banken, die Commerzbank zum Beispiel, haben 17,1 Millionen Euro Geldbuße bezahlt, eben weil sie Deutschen dabei geholfen haben, ihr Geld zu Mossack Fonseca zu schaffen. Inzwischen haben manche dieser Banken ganz konsequente, sie nennen das Weißwäschestrategie, das heißt, sie sind nicht mehr bereit, Deutschen dabei zu helfen, solche Briefkastenfirmen zu gründen. Übrigens deshalb auch, weil viele dieser Banken heftig haben bluten müssen. Die UBS hat 300 Millionen an den nordrhein-westfälischen Staat zahlen müssen, aufgrund solcher Geschäfte, die sie gemacht haben. Wenn man allerdings in die Unterlagen schaut, sieht man, es gibt auch eine Reihe von Unverbesserlichen. Also solche, die sich nicht aus dem Geschäft rausgezogen haben, sondern die bis in die jüngste Zeit hinein Deutschen immer noch dabei geholfen haben. Sie meinen Mossack Fonseca, ich rede über Banken, ja. Mit Mossack Fonseca und anderen solche Briefkastenfirmen zu gründen. Welche sagen Sie jetzt heute Abend nicht? Welche Banken? Mhm. Also eine der Banken, die sich besonders hervorgetan hat, zu meinem großen Erstaunen, ist beispielsweise die Berenberg Bank in Hamburg gewesen. Also eine sehr ehrwürdige Privatbank, würde man eigentlich denken, die in diesem Geschäft unterwegs gewesen ist. Auch die Deutsche Bank ist in den vergangenen Jahren dabei gewesen. Wenn Sie mich fragen würden, welche der deutschen Banken ist eigentlich nicht dabei gewesen, Kunden zu helfen, zu Mossack Fonseca zu gehen, müsste ich lange nachdenken, ob mir überhaupt einer einfällt. Die Sparkassen. Die Sparkassen. Sehen Sie, das ist doch vernünftig. Wir fragen danach, welcher Schaden ist Deutschland entstanden? Da wird in den nächsten Tagen auch noch eine Menge rauskommen. Aber wir haben ja schon ein bisschen was gehört. Und es ist übrigens natürlich eine traurige Nachricht, dass Ihnen keine deutsche Bank einfällt, die nicht dabei wäre. Morgen Abend läuft, mag ich Sie schon darauf hinweisen, eine Dokumentation, die Christoph Lüttgert gemacht hat, läuft im Ersten über die Panama Papers. Und ich will Ihnen einen Ausschnitt aus dieser Dokumentation zeigen, um vielleicht noch mal klarzumachen, welcher Schaden kann denn durch Briefkastenfirmen und solche Konstruktionen entstehen. Es findet sich nämlich darin eine Geschichte, die zeigt, dass die ehemaligen Mitarbeiter der deutschen Firma Olympia darunter zu leiden haben. NDR-Reporter Christoph Lüttgert auf dem Weg nach Wilhelmshaven zu den Olympia-Werken, einst einer der größten Schreibmaschinenhersteller der Welt. Nach dem Niedergang kaufte der chinesische Konzern Elite einen Teil von Olympia. Und Elite verlagerte die Olympia Office Vertriebsgesellschaft in eine von der Anwaltskanzlei Mossack Fonseca betreute Briefkastenfirma auf den British Virgin Islands, die Olympia International Holding. Und war damit faktisch die Verpflichtung los, die Betriebsrenten für die deutschen Olympia-Pensionäre zu zahlen. Dass diese Verpflichtung, die Renten zu zahlen, sogar vom Oberlandesgericht Oldenburg bestätigt wurde, hatte keinen Wert. Aus dem Datenleck eine E-Mail, mit der Mossack Fonseca seinen besorgten Kunden Elite beruhigt. Wir können bestätigen, dass deutsche Gerichtsurteile auf den British Virgin Islands nicht vollstreckbar sind.
Weil die Briefkastenfirma einfach nicht zahlt, musste eine Pensionsversicherung einspringen. Insolvenzverwalter Alexander Naraszewski versucht seit mittlerweile 9 Jahren, Elite zu den Pensionszahlungen zu zwingen. Vergeblich. Also eigentlich ist das ungeheuerlich, weil man hier versucht, berechtigte Ansprüche, dort die Gläubiger auflaufen zu lassen. Eigentlich werden die bösen Absichten da ganz deutlich. Welche Funktion hatte letztlich diese Briefkastenfirma auf den British Virgin Islands bei der Auseinandersetzung um diese Pensionszahlung für die ehemaligen Olympiabeschäftigten? Die Funktion liegt ganz klar, eine Brandmauer zu ziehen, dass im Endeffekt Vermögensgegenstände in dieser Gesellschaft bleiben und dann berechtigte Ansprüche abgewehrt werden. Kann der deutsche Staat, Herr Meister, sowas verhindern? Könnte. Ich habe ja vorhin gesagt, wir müssen gucken, dass wir politische Abstimmungen mit den anderen Ländern zustande bekommen über Prinzipien, die wir gemeinsam rechtlich beachten. Das muss dann jeweils national in den einzelnen Staaten, in den Rechtssystemen implementiert werden. Und dann müssen wir auch darauf achten, dass auch vollzogen wird. Und genau diese Strategie versuchen wir zu gehen. Damit wir eben in einem solchen. Hoffnung drin, ne? Nein, das ist kein Prinzip Hoffnung, sondern wir sind ja, ich habe vorhin 2 Beispiele genannt, wir sind sehr konkret vorangekommen. Bei der Frage Gewinnverlagerung haben wir eine politische Erklärung von OECD G20. Mhm. Wir sind jetzt in der Phase der Implementierung und wir müssen dann schauen, wenn implementiert ist, dass auch vollzogen wird. Und hier haben wir jetzt nicht den Fall, dass es um Steuern geht, sondern hier haben wir den Fall, dass es um die Frage von Rechtsansprüchen in anderen Ländern geht. Genau. Und ich glaube, da brauchen wir genau das Analoge, was wir im Bereich der Steuern gemacht haben. Nämlich in einer globalisierten Welt brauchen wir gemeinsame Prinzipien, nach denen man vorgeht und die man auch gemeinsam durchsetzt. Und dafür müssen wir Druck aufbauen. Und ich hoffe, dass Panama jetzt heute Abend durch das, was jetzt rauskommt, den Eindruck bekommt, es ist ein massiver Reputationsschaden für Panama und dadurch hoffentlich einen Schritt nach vorne geht und sagt, unser Rechtssystem kann nicht so bleiben, sondern wir müssen selbst einen Beitrag leisten und wir müssen hoffentlich dazu kommen, dass andere Steueroasen das ähnlich sehen, dass man sich den Reputationsschaden nicht leisten kann und dass wir deshalb bei der Rechtsetzung einen Schritt weiterkommen und dann solche Fälle, wie wir sie eben im Einspieler gesehen haben, in Zukunft nicht mehr möglich sind. Das ist die Strategie und da müssen wir als Politik, als deutsche Politik Druck aufbauen und das tut diese Bundesregierung. Aber das muss man sich jetzt mal genau anschauen, Herr Gysi. Wie genau kann denn überhaupt der deutsche Staat verhindern und möglicherweise tatsächlich nur in der Hoffnung darauf, dass Panama, die britischen Jungferninseln, wer auch immer, ihre Rechtssysteme verändern? Ich frage nochmal, wie genau kann der deutsche Staat verhindern, um sich den Fall anzugucken, dass eine chinesische Firma Teile einer deutschen Firma aufkauft und dann auf den britischen Jungferninseln eine Briefkastenfirma eröffnet, mit der sie sich den Zahlungsverpflichtungen für die Betriebsrenten entzieht? Also es gibt mehrere Schritte, die man gehen kann. Erstens, das nationale Recht spielt schon eine Rolle, weil Deutschland ja nicht so ein unwichtiges Land ist. Wenn man zum Beispiel das an die Staatsbürgerschaft bindet, wenn man zum Beispiel das Geld hinterlegen im Briefkasten Firmen erstmal hier verbietet, dann haben wir es nicht überall, das weiß ich, das ist ein Problem, aber wir setzen ein Signal, auch für andere Länder. Dann wird nämlich in anderen Ländern auch der Druck zunehmen, ähnliche Gesetze zu machen. Aber Herr Gysi, aber jetzt in dem Fall gab es doch eine Entscheidung des Oberlandesgerichts zu Oldenburg, dann sagen die, uns egal. Die wirkt halt auf den britischen Jungferninseln nicht. Ganz und mit den britischen Jungferninseln wird ja auch Herr Meister gar nicht verhandeln, weil die haben ja nur den Zweck. Sonst hätten die ja nie den Status bekommen, den sie haben. Dann sagen selber jetzt, man kann nichts machen. Doch. Großbritannien muss den Druck eröffnen. Genau. Verstehen Sie? Deshalb hat er recht mit von meinetwegen 7, G8, G20. Ja, gesagt, genau. Diese Regierung. Danke für die Zustimmung, Herr Gysi. Nein, zweitens. OECD ist faul. Verstehen Sie? Sie müssen auch nationale Schritte gehen. Nicht immer sagen, ich warte, bis ich mich mit allen verständigt habe. Wir müssen nationale Schritte gehen und internationale Schritte gehen. Warum kriegen wir nicht in der Eurozone zum Beispiel die Staatsbürgerschaftsbindung hin? Wissen Sie, was mich bei Griechenland, will ich Ihnen nur ein Beispiel nennen, da gibt es 2000 reiche Familien, die müssen bisher nicht einen halben Euro mehr bezahlen. Man hat ja die Friseurin in Athen, die das Ganze bezahlt. Das geht einfach nicht. Aber das nicht. Hat doch mit der Staatsbürgerschaft nichts zu tun. Natürlich, bei den 2000 hat das was damit zu tun. Steueradministration in Griechenland zu tun, die nicht funktioniert.
manipuliert und ja, das kommt politischen hinzu. Korruptheit. Nein. Aber glauben Sie mir, es hat auch was mit dem Steuerrecht zu tun, weil du immer sagst, wenn das Geld nicht dort ist, so steht es dann eben dort, dann geht es uns nichts an. Und das ist großer Quark. Wenn jemand die griechische Staatsbürgerschaft hat, hat er auch Pflichten gegenüber Griechenland. Und wenn er die deutsche Staatsbürgerschaft hat, hat er auch Pflichten uns gegenüber. Also wir können uns gerne mal zusammensetzen und beraten, welche Schritte man national geht und, da haben Sie recht, selbstverständlich auch international. Aber durch die Medien, das ist ja wieder Ihr Verdienst, dass Sie so eine Sendung machen, nimmt doch der Druck zu. Und wenn der Druck zunimmt, hoffe ich immer, dass dann der Gesetzgeber so unter Druck kommt, dass er sich bewegt. Aber lieber Herr Gysi, wir sind doch national auch tätig geworden, etwa im Bereich der Register, etwa im Bereich der Kontenabfragen. Da ist auch in Deutschland viel geschehen und wir können heute schon zugreifen. Nicht genug. Der automatische Informationsaustausch ist ja eine gute Idee. Ich glaube, es gibt noch andere Dinge, Unternehmensregister beispielsweise, in dem konsequent eingetragen wird, wer ist eigentlich tatsächlich die natürliche Person, die Inhaber dieser Firma ist, wäre ein solches Beispiel. Aber was wir doch aus dieser Olympia-Geschichte lernen, ist, dass Briefkastenfirmen in Wahrheit gut dafür sind, so einen Wettbewerb nach unten anzubieten. Ich suche mir aus, wo sind die Regeln am schwächsten, wo zahle ich am wenigsten Steuern. Ich schaffe ein System, wo, egal mit wem Sie noch verhandeln, am Ende auch nur ein oder zwei überbleiben müssen. Und wenn es irgendwelche Mini-Territorien mit 5.000 Einwohnern wären und die würden sagen, aber wir sind ein eigenständiger Staat und wir bieten euch ein System an, das niemand sonst anbietet. Das kann im Grunde nicht sein. Was dadurch geschaffen wird, das sieht man am Olympia-Beispiel, wie ich finde, ganz eindrucksvoll, ist tatsächlich so ein Raum der Verantwortungslosigkeit. Und wenn ich Regeln nicht einhalten will, wenn ich meine Steuern nicht zahlen will, wenn ich bestimmte soziale Verpflichtungen nicht eingehen will. Wenn ich zum Beispiel verheimlichen will gegenüber dem Ehepartner. Dann habe ich ein System, in dem ich mir aussuchen kann, wo keine Regeln gelten. Das kann einfach nicht sein. Ja, da bin ich ja mit Ihnen einer Meinung. Sie waren früher bei der Staatsanwaltschaft. Fehlten Ihnen da Mittel, um den Druck, Verschleierungsstrategien, um Verstecken auf die Spur zu kommen? Haben Sie sich da waren Sie ja noch auf der anderen Seite, was gewünscht? Nein, das kann ich eigentlich nicht so sehen. Und Verschleierungsstrategien, also strafbar, das habe ich eben gemeint, ist die Steuerhinterziehung. Da kommen noch mehr hinzu als Verschleiern, nämlich da muss ich auch Steuern nicht bezahlen, die anfallen. Nein, damals hat mir nichts gefehlt und auch heute fehlt aus meiner Sicht nichts, weil der Staat einiges tut, um die Steuerehrlichkeit, und das finde ich vollkommen richtig, bin selber Steuerzahler, zu fördern. Er macht verschiedene Dinge. Wir haben den Straftatbestand der Steuerhinterziehung. Die Strafen sind, es stehen höhere Strafen, schärfere Strafen im Raum in der letzten Zeit. Es werden Steuer-CDs angekauft, das fördert die Steuerehrlichkeit. Ich persönlich habe damit rechtsstaatliche Probleme durchaus. Es wird gemacht, es wird auch in der Praxis als verwertbar angesehen. Ich meine, dass genug da ist, um die Steuerehrlichkeit, um Steuerhinterziehung zu verfolgen. Damals hat mir nichts gefehlt, heute auch nicht. Es ist eher mehr geworden. Aber das Beispiel, was Sie jetzt gesehen haben, was wir gesehen haben, das tut einem ja leid, dass sich dann, wie Herr Maskolo es beschreibt, dass dann Standards nach unten verfolgt werden, dass man dahin geht, wo man dann vielleicht auch eine solche Zahlungsverpflichtung für Betriebsrenten umlaufen kann. Frustriert Sie das nicht? Das ist eine andere Frage, würde ich sagen. Genau, das ist bedauerlich, da würde ich Ihnen zustimmen, mit strafbaren Handlungen. Sie meinen, der Gesetzgeber soll nichts dagegen tun? Auch das habe ich nicht gesagt. Gut. Meine Rolle ist zu bewerten, bewegen sich die Leute, die ich berate, im Rahmen des Rechts oder nicht. Und da haben wir Gesetze. Und die werden konsequent angewandt. Sie sind ja auch Bürgerin. Wünschen Sie sich dann nicht? Ich bin auch Bürgerin. Ist die Frage, ob jetzt meine Privatmeinung zu Dingen, die mit Strafrecht überhaupt nichts zu tun haben, hier eine Rolle spielen. Ich habe gesagt, ich finde es bedauerlich. Also ich bin nicht der Meinung, mehr war nicht zu erreichen heute, Frau Wild. Ich bin nicht der Meinung, dass die Gesetze konsequent angewendet werden, weil die Strafjustiz hat eigentlich den Auftrag, das System zu schützen. Und noch viel wichtiger ist, gewisse Sachen nicht zu untersuchen. Also in Deutschland hatten wir den Herrn Rudolf Schmering, der Whistleblower in Frankfurt, die beiden Steuerberater. Die wurden ja diffamiert, pathologisiert, kriminalisiert und schlussendlich wurden sie wieder rehabilitiert, aber grundsätzlich hat sie das Gesetz ja von der Strafjustiz sich nicht auf ihre Seite gesetzt, sondern eben genau sind sie gegen diese beiden Herren vorgegangen, juristisch gesehen. Aber sehen Sie mal, Sie sagen,
Das ist moralwidrig, wenn man vor der Ehepartnerin oder dem Ehepartner sein Vermögen verschleiert. Das kann so sein. Also da würde ich jetzt auch mal auf den Einzelfall abstellen wollen. Sie müssen immer die weiteren Entwicklungen sehen. Dann kommt es zur Scheidung. Da macht er falsche Angaben. Da gibt er vielleicht eine staatliche Versicherung ab. Dann ist schon wieder strafbar. Ja. Oder es kommt zum Erbfall. Ein Erbe weiß es, sagt es aber nicht den Pflichtteilsberechtigten. Schon wieder eine Straftat. Verstehen Sie, wenn du dich hineinbegibst in das Verdunkeln und sagst, ich mache geheime Strukturen hinsichtlich meines Vermögens, hast du so gut wie nie ehrenwerte Motive, sondern solche, die irgendwann immer auch im Strafrecht landen. Und deshalb muss man konsequenter diesbezüglich sein. Dann, dann müssen Sie die Gesetze verändern und sagen, das Verdunkeln ist schon strafbar. Das Gesetz haben wir nämlich derzeit noch. Aber der entscheidende Punkt an der Stelle ist doch, dass wir ein Register haben, wo der rechtliche Eigentümer festgehalten ist. Und wenn der rechtliche Eigentümer nicht mit dem wirtschaftlich Berechtigten übereinstimmt, der wirtschaftlich Berechtigte erkennbar ist. Und genau an dieser Stelle sind wir doch, dass wir das in Deutschland und auch weltweit versuchen durchzusetzen. Und dann haben wir genau die Frage beantwortet, die wir brauchen. Wer ist, dann kann man nicht mehr verheimlichen, weil man dann einen Zugriff hat auf die Information und erkennen kann, wer eigentlich welche wirtschaftlichen Aktivitäten ganz gleich an welcher Stelle betreibt. Und deshalb ist das aus meiner Sicht der Kern. Nicht das Verbieten von irgendetwas, sondern das Transparentmachen der vorhandenen Struktur. Es passiert tatsächlich eine ganze Menge. Sie haben es verschiedentlich schon angesprochen in der Sendung. Gucken wir es uns noch mal geballt an. Aber es fällt auch eins auf, dass dem deutschen Finanzminister dann allein die Ebene des Appells bleibt. Mitte 2015. Die Schweiz und die EU einigen sich auf einen umfangreichen Austausch von Bankdaten. Damit steht das Ende des Schweizer Bankgeheimnisses für EU-Bürger bevor. Der Austausch von Bankdaten soll im Jahr 2018 beginnen. Herbst 2014. In Berlin unterzeichnen mehr als 50 Staaten ein Abkommen über den automatischen Austausch von Bankdaten. Inzwischen ist die Zahl auf fast 100 Länder gewachsen. Steuerhinterziehung kann nur auf globaler Ebene wirkungsvoll bekämpft werden. Und wir appellieren an alle anderen Staaten, sich dem neuen Standard anzuschließen. Elmar, ändert sich da gerade grundsätzlich was in Richtung größere Transparenz? Ja, man ist auf dem Weg dazu, aber man spricht darüber, aber geschehen ist es noch nicht. Also diese Sache mit den öffentlichen Registern in den Steueroasen, das gibt es ja gar nicht. Und es gibt auch Inhaberaktien in den Steueroasen, derjenige, der die Aktien hält, der ist der wirtschaftliche Eigentümer. Und wenn ich Ihnen die Inhaberaktien gebe, dann sind Sie es und niemand weiß, wer dahinter steht. Also meines Erachtens geschieht da nicht sehr viel. Da wird viel darüber gesprochen. Und jetzt zum Beispiel mit dem automatischen Informationsaustausch. Ja. Da erwischt man die Leute, die ihr Konto in ihrem Namen in einer Schweizer Bank eröffnet haben. Oder ich in Deutschland ein Konto eröffnet habe. Die werden ausgetauscht. Das sind die kleinen Fische. Die ganz großen Fische, die gehen über Offshore, gehen über die Trusts und verdunkeln dort ihren Namen, also in einem Trust zum Beispiel, da muss der wirtschaftlich Berechtigte gar nicht gezeigt werden, der Begünstigte muss auch nicht aufgeführt werden. Der Trust kann eine Company in den BVIs halten, das sind Inhaberaktien. Die Inhaberaktien halten Liegenschaften in der Schweiz, wo auch immer. Sie haben eine andere Company, in der sie die Yacht haben. Oder dann hatte ich eine Griechin, die hat 34 Panama-Companies mit 34 Hochseeschiffen, die in einem Trust gehörten und so weiter. Also solche Leute, die erwischen Sie nicht mit dem automatischen Informationsaustausch. Das geht wiederum Herr und Frau, jedermann, der drankommt. Oder? Der Bürger, brauchen wir beides. Wir brauchen den Informationsaustausch und die Register. Und wenn wir beides haben, dann haben wir auch das Problem, was Sie jetzt ansprechen, gelöst. Und deshalb werbe ich ja nicht für ein Instrument, sondern ich werbe für mehrere Instrumente. Herr Meister, da sind wir uns doch einig gegen die Briefkastenfirmen. Was versprechen Sie sich, Herr Mascolo, davon, von der Veröffentlichung, die jetzt heute Abend begonnen wird, loszutreten und zu verstehen? Erreicht man dann mehr als bei dem schlimmen Hase- und Igelrennen, was uns Herr Elmar beschrieben hat? Na, ich glaube, Panama hat gerade eine schwere Zeit. Mossack Fonseca hat es ganz sicher auch. Ich glaube, andere werden in dieses Geschäft einspringen. Ich habe es gesagt. Aber worauf ich sehr setze, ist, dass es weitere Whistleblower geben wird. Und dass jeder, der sich entscheidet, in eine solche Steueroase zu gehen, sei es, weil er seine Steuern hinterziehen will, sei es, weil er kriminelles Geld anlegt, oder sei es auch nur, dass er eine Konstruktion wählt, um Steuern zu vermeiden, die meinetwegen legal sein muss,
aber die er ja aus gutem Grund kann. Versteckt, weil er in Wahrheit nicht möchte, dass andere ihm dabei zuschauen, wie er die Steuern, die er eigentlich bezahlen sollte, nicht bezahlt. Ich setze darauf, dass mehr und mehr Menschen verstehen, dass es eine Illusion ist, dass dieses Geschäft tatsächlich noch auf Diskretion und Verlässlichkeit beruht. Richtig. Sondern jeder, der in eine solche Steueroase geht, so hoffe ich an diesem Abend jedenfalls, geht damit ein erhebliches Risiko ein. Und wenn ich recht behalte, sitzen wir hier ja bald wieder. Danke, Herr Bascolo. Danke an die Runde für die Diskussion. Auch die Tagesthemen machen weiter mit dem Thema. Pina Atalay in Hamburg, ihr knüpft an, oder? Ja, genau, Anne Will. Auch wir beschäftigen uns mit den spektakulären Enthüllungen um die Panama Papers und blicken auf den Kampf gegen den Terror. Denn der wird behindert dadurch, dass der Austausch von Daten zwischen Polizei und Nachrichtendiensten in Europa überhaupt nicht funktioniert. Dazu gleich mehr in den Tagesthemen. Das also jetzt in den Tagesthemen. Das war unsere Sendung. Nächsten Sonntag sind wir wieder dran. Bis dann, 21:45 Uhr. Tschüss. Tschüss und auf Wiedersehen. Danke.